the river of no return. Gone, gone forever, to be lost in the stormy sea. Vielen, vielen lieben Dank, dass Sie uns heute so toll unterhalten haben. Sie waren fantastisch. Wir sind hier in der Galerie Mensing in München. Wir haben eine Ausstellung über Marilyn Monroe, die, denke ich, wie keine andere Frau im 20. Jahrhundert so viele Künstler beflügelt hat, sich zu ihr zu äußern, ihrer Person nahe zu kommen. Angefangen von Warhol, die wir alle kennen, diese fantastischen Serigraphien, bis in die heutige Zeit. Wir haben aktuelle Künstler wie Guldenstern auch oder auch Romero Brito, den Sie hier sehen. Das ist das Thema der Ausstellung. Wir haben versucht, eine mögliche Bandbreite zu zeigen. Von manchen Künstlern sind nur ein oder zwei Werke vertreten, andere haben mehr. Aber es ist eigentlich schon sehr gestreut. Die Ausstellung läuft jetzt noch bis zum 24. Mai und wir sind täglich geöffnet von 10 bis 20 Uhr, auch an den Samstagen. Das ist jetzt eine Serigraphie von Romero Brito. Er hat eine fantastische Karriere gemacht, weltweit. Er kommt aus Brasilien, lebt aber seit langen, langen Jahren in den USA und hat eigentlich auch von dort aus seine Karriere gemacht. Also die Amerikaner beanspruchen ihn mit einigem Recht für sich. Er zählt zu den wichtigsten zeitgenössischen Popkünstlern in den USA. Hier haben wir jetzt ein Werk von Guldenstern. Das ist ein deutsches Pop-Duo. Eigentlich die wichtigsten zeitgenössischen Popkünstler in Deutschland sind bekannt geworden durch ihre Mixed-Media-Arbeiten. Siebdruck in Verbindung mit malerischen, gestischen Elementen. Und ihr Themenschwerpunkt ist eigentlich auch der Starkult der Postmoderne. Insofern haben sie auch nicht nur Marilyn, aber auch Marilyn großes Augenmerk gewidmet. Ihre Rolle in der Öffentlichkeit, die Diskrepanz zwischen öffentlichem Image und privater Person, das ist ein Thema, was sie eigentlich wie ein Leitmotiv begleitet hat. Wir sind bei einem weiteren zeitgenössischen Künstler, Craig Allen, der sehr, sehr vielseitig ist, zum Teil auch abstrakt gearbeitet hat, vor allem aber bekannt ist für seine Werke aus der Populus-Reihe. Und zwar sind das Motivgruppen, in denen er seine Arbeiten konstruiert aus menschlichen Figuren, die, ich denke, kann man sagen, im Grunde eingesetzt sind wie Rasterpunkte. Und was ich eben gerade bei diesen Porträts hier von Marilyn, die Sie hier sehen, faszinierend finde, man hat einerseits den Blick en face auf das Gesicht, auf das Porträt und auf der anderen Seite eben auch die Vogelperspektive auf die menschlichen Figuren. Also hier sind wir jetzt bei einem Klassiker angekommen, Mel Ramos, der bekannt ist durch seine Schlüssellochmotive. Er hat auch verschiedene Versionen der Marilyn gemacht. Haben wir Charles Fascino, ein Künstler aus New York, der eigentlich inzwischen auch ein Klassiker geworden ist. Aber hier hat er eben auch eine Hommage an Marilyn gemacht, die auch ein bisschen ihre Geschichte erzählt, wie Sie hier sehen. Ein wunderschönes Werk. Und wir verbinden halt Kunstwerke aus drei Jahrhunderten, also vom 19. Jahrhundert angefangen bis heute zum 21. Idee ist es, den der Künstler auch zusammen unter einen Hut zu bringen. Nicht nur eine Schublade zu öffnen, sondern wirklich die Vielseitigkeit an Kunstrichtungen zu präsentieren, weil die Geschmäcker sind so verschieden und mir ist es wichtig, die Lebendigkeit der Kunst wieder darzustellen. Man hat eine Hemmschwelle, in eine Galerie zu gehen. Wir machen eigentlich die Tür auf für jeden, dass die Leute sich gut fühlen, dass man wieder Spaß an der Kunst hat und Freude. Nicht um Wissen, man muss kein Kunststudium absolviert haben, nur um in eine Galerie zu kommen. Mir ist es wichtig, der Austausch, dass man vor Bildern steht, nach dem Motto, alles kann, nichts muss. Und ich finde es halt schön, durch diese Pop-Art, die heute wirklich sehr präsent ist bei uns, also das in den letzten 15 Jahren unser Hauptsegment, was wir halt sehr stark herausstellen, aber auch vielseitige Pop-Art, nicht nur ein Künstler, sondern die Bandbreite, internationale wie nationale. Hier sehen Sie zum Beispiel den amerikanischen Künstler David Krakow, der Metallskulpturen arbeitet, ist also auch sehr spannend, weil es Installationen sind, die sind dreidimensional, ist also eine Mischung aus Bild und Skulptur und das finde ich eben das Verrückte, die Idee, dass man immer sich weiterentwickelt und heute in der Kunst gibt es eigentlich nichts, was nicht möglich ist. Manche arbeiten mit Lebensmitteln wie Gummibärchen, haben wir ja auch Bilder. Und ich finde es schön, diese 3D-Technik, wie man sie hier links sieht,
In Anlehnung an die Kinderbücher, an die Pop-Ups, die es früher gab. Der hat sich ja an die Kinderbücher inspiriert, wird ausgeschnitten und dann beklebt mit Silikon, mit Swarovski-Steinen. Also ich finde es halt wirklich sehr, sehr schön, diese unterschiedlichen Kunstrichtungen alle auf einer Plattform zu sehen. Wichtig ist diese Lebendigkeit. Kunst entwickelt sich weiter und ich finde es schön, dass wir eben auch die traditionelle, klassische Kunst haben. Man hört nicht auf irgendwie, es gibt dieses traditionelle Ölgemälde genauso wie eine ganz moderne Metallskulptur. Und ich finde es schön, dass alles möglich ist, alles im Bereich des Möglichen. Und das ist das Schöne, die Leute sollen sich eigentlich wohlfühlen. Das ist heute der Spaß und die Freude, die im Vordergrund ist. Es ist dekorativ, es passt in den Wohnungen, in die Räume herein. Wenn der Funke überspringt, dann ist alles möglich. Keiner kommt in eine Galerie mit der Absicht, ein Bild zu kaufen. Denn wenn man sagt, jetzt habe ich ein Budget, möchte in ein Bild investieren, dann geht man los. Man hat eine Erwartungshaltung und der kann man nicht gerecht werden. Im Grunde sind es immer Momente, wo man sich treiben lässt. Auf einmal merkt man, oh, das ist ein gutes Gefühl. Der Funke springt über, ist eine Initialzündung. Und dann muss man dem nachgehen. Dann muss man da auf die innere Stimme hören, weil das sind Momente, die sind nicht vielleicht so oft im Leben. Und das finde ich schön. Sich selber eine Freude machen, die Lebensqualität, einfach der ideelle Wert. Natürlich sind das Werte, das sind Künstler, die alle sehr bekannt sind. Aber wichtig ist, dass sie nicht den Künstler kaufen, sondern das Bild, wo sie Verbindung mit dem Bild aufbauen. Es ist immer ein eigener Dialog zwischen Betrachter und Kunst und das finde ich schön. So, es wird bald eine neue Linie geben bei uns in der Galerie Mensing, die heißt START, also ST. Und Art steht ja für Kunst, aber Start, also als Einstieg für Leute, für junge Leute, die das erste Mal sich vielleicht ein Bild kaufen. Und das ist von renommierten internationalen, nationalen Künstlern, wo es Unikate gibt, werden wir Sondereditionen machen in einer höheren Auflage, so für den kleinen Geldbeutel, so dass sich jeder angesprochen fühlt. Wir wollen nämlich nicht nur Kunst für einen elitären Kreis anbieten, sondern wirklich jeden reinlassen. Jeder soll sich mit Kunst auseinandersetzen und das ist mir eigentlich sehr, sehr wichtig, das Anliegen, Kunst populär zu machen. Es ist lebendig, also nahbar und das ist eigentlich den Anspruch, den ich eigentlich auch habe, dass Kunst nicht immer so als ja, anonym, steril und nahbar gilt, sondern jeder hat ein Gefühl, jeder hat eine Empfindung, jeder kann mit Kunst was anfangen, weil es geht nicht um richtig oder falsch, man braucht keine Gebrauchsanweisung, man braucht nur ein Gefühl und jeder hat ein Gefühl. Und das, was dem einen gefällt, muss ja den anderen nicht gefallen, aber ich finde die Reibung, den Austausch wichtig. Und ich finde, wie wir gerade gesprochen haben, man kauft eigentlich diesen Moment, dieses Gefühl, wo mein Herz berührt wird. Das habe ich jeden Tag Freude dran im Umgang mit dem Bild und es begleitet mich in dem Alltag. Das Bild wird weitergegeben, vielleicht über Generationen und das finde ich halt sehr, sehr schön, dass man Spuren hinterlässt in angenehmer Form und das ist mir sehr wichtig. Dankeschön.